Und da sind wir wieder zurück. So, was sagt die Zeit? Ich muss einmal auf die Uhr gucken, ein bisschen, dass wir hier nicht extrem lange Folgen machen. Wir waren. Oh. Also wenn ich spreche, dann erscheint hier das, ja, Lautsprechersymbol mit irgendetwas. Interessant. Wir machen hier weiter und suchen uns wieder irgendeinen anderen Spieler. Was bin ich denn für ein Level? 6 bin ich. Ah, da haben wir sogar einen bis 6 verborgene Grotte. Haben wir einen? Dann haben wir Level 7, Level 5, Ruhestätte der Herren. Was haben wir auf einfach? 2, 1, 14, 5, 11, 4, 22, 1. Da haben wir auch einen Sechser. Das Becken. Ja, hat hier einen Namen. Oh, der heißt einer. Heavy. Ja, dann machen wir hier auf normal. Wollen wir ein bisschen Spaß haben. Schließen wir uns den Typen hier an. Oder der Dame. Und lassen's wir krachen. Spielen alle mit Seraphine. Eine Welle erledigt, weitere folgen. Stirb und holt. Steht da noch einer? Hier ist auch noch so einer. Execute. Wirklich, wie man jemanden vermöbelt. Hier schnell mal einsacken. E musst du klicken. Ah, genau, jetzt hast du E gefunden. War gar nicht so doof. 34.000.
so, bestätigt sie das oder macht sie was Eigenes? Sie bestätigt. Das ist natürlich ein Ort der Finsternis. In unserer Kultur ehren wir solche Orte durch Kreischen und feiges Zusammenkauern aus Respekt. Was macht ihr? Wir gehen hinein. Jeder wie er mag. Das ist der Kerker von Shadowsanes Arbeitslager. Dieser General Septik hat es auf den verfluchten Ruinen von Shadanur errichtet. Sieht heimelig aus. Du verstehst nicht. Alle zivilen Gefangenen von Halios wurden dorthin gebracht. Wenn ich in Halios nur nicht so ein Idiot gewesen wäre, dann wären sie nicht dort und würden Waffen schmieden, die ihre Geliebten töten. Beim Sonnenlicht, das mich blinzen lässt. Es könnten meine Geliebten sein. Wir werden sie zurückholen. Wenn ihr in den Kerker von Shadar eindringt und die Tore öffnet, kann der Widerstand hineinstürmen. Und alle werden frei sein, zu tun, was sie wollen. Zum Beispiel Zane für Halios bestrafen. Ja, was wollte ich sagen eigentlich? Geht also vor sie. Ach, Mist! Haltet ihn auf! Das war knapp. Haltet die Augen offen. Wenn der Alarm erst einmal losgeht, wird das hier zur Monsterstadt. Meint ihr, ihr könntet den Haupttorschalter heimlich betätigen? Ja! Jetzt können unsere Truppen hinein, während ihr zu den Zellblöcken vorrückt. Ich wünschte, ich könnte da sein, um Leute zu retten. Wer hat das Tor aufgerollt? Alle Truppen sofort einen Angriff zubereiten! Wir stehen unter Alarm! Ah, noch mehr, die wir mit unserer Liebe empfangen können. Oder so. Execute! Schlürfen. Macht mir schon üblen Schaden, der Typ. Super. Der Widerstand nimmt diese Typen echt hart ran. Ihr solltet mal sehen, wie... Vergesst es. Ihr müsst zu den Zellblöcken gelangen. Du machst hier nichts. Ja, genau. Ein Naturtalent. Der Weg ist frei. Und jetzt geht zu dem Rad, das die Zellen entriegelt. Das Rad, das unsere Leute befreien wird. Lasst sie keine weitere Minute in dieser Müllhalde bleiben.
Mehr kriege ich nicht. Ja, ich gehe mal das Rad betätigen. Ja, unsere Truppen helfen denen, die ihr befreit habt. Macht weiter damit. Nein! Was transpiriert hier? Wir haben meine Spielzeuge gezeitigt. Halt! Pures Glück. Schwer spielen. Fliegt voll das Leben hier. Hilfe. Heiltrank mehr oder was? Ich hatte echt keinen Heiltrank mehr. Oder habe ich überhaupt einen getrunken? Wow, der Widerstand nimmt diese Typen echt hart ran. Ihr solltet mal sehen, wie. Vergesst es. Ihr müsst zu den Zellblöcken gelangen. Die nicht unterbrechen einfach. Der Weg ist frei. Und jetzt geht zu dem Rad, das die Zellen entriegelt. Das Rad, das unsere Leute befreien wird. Lass sie keine weitere Miete in dieser Müllhalde bleiben. Friede. Unsere Truppen helfen denen, die ihr befreit habt. Macht weiter damit. Nein! Was transpiriert hier? Wer hat meine Spielzeuge gezeitigt? Halt!
Hilfe! Oh Mann, ist das ein Lappenfleck. So, ich brauche auch Heilung. Ist der Tank dafür? Wo hatten wir denn da Heilung? Heilung. Zerschlitzt sie! Beißt sie! Nehmt keine Gefangenen! Halt! Nehmt Gefangene und tankt die Zellen wieder auf! Shatterjack! Der Kerkermeister ist riesig! Hier haben wir. Was dachtet ihr denn, was ich meinte? Okay. Man konnte irgendwas klicken, aber... Ich weiß gar nicht, was sie treibt gerade. Heilung. Heftig. Oh, gibt's hier nur... Scheint nicht. Schmelzofen. Das ist die Klappen. Zerstört nie die zwei Ofen ab der Dünne. Dann wird sich das heiße Eisen überall verteilen. Ja. Ich spüre deinen Groove. Mal helfen, die sind fast im Arsch.
positive Wellen. Was macht ihr da? Männer, halten Sie davon ab, meine schwertvolle Fabrik zu verletzen! Nein. Friede. Ah, jetzt hau doch mal ab, du komischer Typ, du. Sind nicht platt, anscheinend. Was ist das? Was? Ich hoffe, ihr exfoliert in den Flammen. Jemand braucht eure Hilfe. Du machst mich echt heiß. Super. So, lebt sie auch wieder? Noch nicht. Jetzt muss ich zu einem Checkpoint da oben. Verteidigt ein Soldat alleine die Bergarbeiter. Das Mindeste, das ihr für ihn tun könnt, ist, das Tor für sie zu öffnen. Pures Glück. Oh Mann.
Was macht eigentlich sie? Wenn ich die ganze Gegner habe. Der Waffe macht irgendwie keinen Schaden. Abgefahren. Konnte mich gerade noch beleben. Ist hier irgendwo Heilung oder was? Da gibt es keine Heilung mehr. Sind beide ja ziemlich low unterwegs schon. Ah, hallo, hier ist was. Fühlt sich bei ihr das Leben auf? Interessant. Ich stelle mich in den sicheren Bereich einfach ein. Vielleicht fühlt sich da das Leben ja, bis sie kommt. Immerhin sind wir Level 7. Wenn man mit der Seraphine auf normal ist, ist man das Ganze nicht so schwer vorgekommen. Aber es ist schon hart hier, richtig. Aber es sind extrem viele Punkte. Ich habe kaum Punkte. Na okay, ich habe 182.070. Ich habe es dreifache mehr als wie sie. Nee, das Leben fühlt sich nicht wirklich. Ich warte vermutlich, bis ich rausgehe, dass ich alleine weitermachen kann. Aber das habe ich nicht unbedingt vor. Aber ich werde hier einfach einen Schnitt jetzt machen. Tut sich ja gerade nichts und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!